Ist es nicht toll, dass Smartphones so schlau sind? Es kann einen nicht nur an Termine erinnern, sondern auch gleich sagen, wie man dorthin kommt, vor Staus warnen und auf das schlechte Wetter hinweisen. Die Ergebnisse der Suchmaschine passen sich an die eigenen Bedürfnisse an und auch soziale Netzwerke versuchen, alles über ihre Nutzer zu erfahren. Die Nutzer stehen im Mittelpunkt. Oder vielleicht doch nur ihre Daten? Es gibt viele Unternehmen, die mit ihren Produkten viele persönliche Informationen sammeln. Man erzählt ihnen, wo man sich befindet, was man denkt und wovon man träumt. Auf Basis dieser Daten können sie passende Werbung für Produkte anbieten. Es ist das vordergründige Geschäftsmodell von Unternehmen wie Google oder Facebook. Doch natürlich besteht bei einer solchen Sammelwut auch immer die Gefahr, dass diese Daten missbraucht werden. Wissen ist Macht und in den falschen Händen ist sie gefährlich. Im ersten Watch Dogs stand dieses Thema noch nicht so sehr im Fokus. Damals wollte der Hacker Aiden Pierce vor allem Selbstjustiz verüben. Das Central Operations System der Bloom Corporation, das Chicago komplett vernetzte, war zwar zentrales Feature, aber mit Kritik an dem System hielt sich das Spiel zurück. Der Hauptcharakter war etwas blass und auch die Spielmechaniken blieben hinter den Erwartungen zurück. Mit dem Nachfolger will sich Ubisoft nun diesen Problemen annehmen und das Profil des Spiels schärfen. Zentrales Thema in Watch Dogs 2 ist diesmal der Kampf der Hackergruppe DedSec gegen das Überwachungssystem CTOS 2.0 im fiktionalisierten San Francisco. 3 Stunden konnten wir mit Watch Dogs 2 verbringen und den kompletten Einstieg spielen. Dabei lernten wir den neuen Hauptcharakter Marcus Holloway kennen und erfuhren, wie er zu DedSec kam. Da ihm Verbrechen zur Last gelegt werden, die er nicht begangen hat, verschafft sich der clevere Hacker einfach Zugriff auf das Herz von CTOS und löscht die entsprechenden Einträge aus der Datenbank. Durch diesen Coup wurde die Hackergruppe auf Holloway aufmerksam. Und um zukünftig andere unschuldige Bürger zu schützen, stieß er sich ihnen an. Ubisoft war es wichtig, das Hacken möglichst authentisch zu thematisieren und eine glaubwürdige Welt zu schaffen, aber dabei trotzdem den Spaß nicht zu kurz kommen zu lassen. Das Team ist hierfür mit tatsächlichen Hackern in Kontakt getreten, um Dialoge und Spielmechaniken zu überprüfen. Das Ergebnis ist ziemlich hip und jung, beinahe etwas zu cool. Doch auch wenn wir an einigen Stellen etwas mit den Augen rollen mussten, weil man an der Authentizität etwas zweifeln kann, waren wir zumindest nie wirklich genervt davon. Und in die bunte, simpel animierte DedSec-Propaganda, inspiriert von GIF-Animationen und alten Comics, haben wir uns sogar ein bisschen verliebt. Zu den wichtigsten Zielen im Spiel gehört, eine möglichst große Fanbase aufzubauen. Je mehr Menschen der Gruppe folgen und daraufhin die DedSec-App herunterladen, desto mehr Rechenleistung steht zur Verfügung, woraus sich wiederum die Fähigkeiten von Holloway ableiten. Mithilfe eines sprechenden Autos aus einem aktuellen Kinofilm soll deswegen ein neues Propagandavideo entstehen. Bei dem Film handelt es sich aber um ziemlichen Trash und die Karre mit künstlicher Intelligenz ähnelt recht deutlich Kit aus der Kultserie Knight Rider. Wirklich ernst nimmt sich Watch Dogs 2 also offensichtlich nicht. Der Charakter passt durch die angenehme Portion Humor deutlich besser in die Welt, als es Aiden damals tat. Der junge Hacker liebt das Chaos und braucht für seinen persönlichen Feldzug gegen CTOS kein reines Gewissen. Und wer beim ersten Watch Dogs noch einige Parallelen zu Assassin's Creed entdecken konnte, dem wird das diesmal deutlich schwerer fallen. Obwohl die neuen flüssigeren Parcoursfähigkeiten etwas anderes vermuten lassen, grenzt sich Watch Dogs 2 vor allem durch seinen oftmals lockeren Ansatz ziemlich ab. Hacken kann man weiterhin einfach im Vorbeigehen. Einer markierten Person entzieht man Geld und Informationen oder man lässt den Handyakku heiß laufen und die Person durch einen Stromschlag bewusstlos werden. Auch Ampeln lassen sich während einer Verfolgungsjagd ausknipsen oder Gasleitungen zur Explosion bringen. Diese permanente Verfügbarkeit solcher Möglichkeiten, für Watch Dogs 2 hat Ubisoft ihre Zahlen noch erhöht, bringt viel Abwechslung in das Spiel. In einer Mission muss man auf diese Weise einen Kran steuern, um weiterzukommen. Außerdem können fremde Personen beschuldigt werden, woraufhin ein Einsatzkommando anrückt. Das macht besonders viel Spaß, wenn diese Fähigkeit auf gegnerische Wachen angewendet wird und man dabei zuschauen kann, wie der vermeintliche Übeltäter überwältigt wird. Zur Ausrüstung gehört jetzt neben einem ferngesteuerten Roboter auf Rädern auch eine Drohne, die noch mehr Möglichkeiten bietet, mit der schönen neuen Welt zu interagieren. In den Gefechten geht es deswegen auch noch etwas lässiger zu. Holloway ist kein Held im klassischen Sinne und er scheint sich auch nicht dahin zu entwickeln, auch wenn er für mehr Freiheit kämpft.
Dadurch, dass Holloway sich DedSec anschließt, ist man in Watch Dogs 2 permanent in einem Team und immer im Austausch mit den anderen. Nicht jeden Charakter des Kollektivs muss man mögen, aber es gibt zumindest eine größere Auswahl und es ist leichter, die verschiedenen Charaktere durch ihre unterschiedlichen Standpunkte auszuarbeiten. Noch stärker fällt aber der verbesserte Online-Mehrspieler-Modus ins Gewicht. Die Welt wird immer von mehreren Spielern gleichzeitig bevölkert, die alle ihren eigenen Aufgaben nachgehen. Man kann daher auch jederzeit aus dem Spiel heraus mit einem anderen Spieler eine Koop-Mission beginnen. Außerdem ist die berüchtigte Infiltration aus dem Vorgänger zurück. Assassin's Creed war seinerzeit auch kein perfektes Spiel und Ubisoft hatte erst mit dem Nachfolger Assassin's Creed 2 den Bogen raus. Ganz ähnlich könnte es sich auch mit Watch Dogs verhalten. Tatsächlich ist es Ubisoft aber offenbar gelungen, viele Kanten zu glätten. Watch Dogs 2 ist kein komplett anderes Spiel und trotzdem fühlt es sich ein bisschen so an. Sicherlich sorgen dafür ein paar der neuen Spielmechaniken und die bessere Steuerung, übrigens auch beim Fahren der Autos. Der neue sonnige Schauplatz trägt ebenfalls einen erheblichen Beitrag zu diesem Kontrast bei. Vor allem aber dürfte der thematische Fokus auf DedSec und der damit verbundene jüngere, hippe Stil für ein angenehmeres Spielgefühl sorgen. Die 3 Stunden mit Watch Dogs 2 lassen sich nämlich am besten wie folgt zusammenfassen. Das wird richtig cool.